7 Stunden unterwegs, ne? Und Schal, dann schlagen wir alles mit. Mal einchecken, mal gucken, ob schon alles so da ist, ne? Irina und Marina sind eineiige Zwillinge. Total aufgeregt. Sie teilen alles miteinander. Ihr Leben und die Sehnsucht nach der großen Liebe. Ob andere Zwillinge auch so unzertrennlich sind wie sie? Ist da für einen Partner überhaupt noch Platz? Irina und Marina Fabricius leben und arbeiten zusammen. Sie sind Künstlerinnen. Ihre Bilder malen sie gemeinsam. Ich male und ich habe das Gefühl, ich male jetzt nicht mit meiner Schwester, sondern ich male allein. Weil ich male das jetzt und ich habe das Gefühl, das habe ich ja auch hier alles gemacht. Einfach nur das Vertrauen haben und wissen, die Schwester macht das einfach, weil sie es ganz genau weiß, wie wir es uns vorstellen. Dadurch sind sie sehr erfolgreich. Doch das Leben mit der Doppelgängerin macht sie auch einsam. Man hat so eine Sehnsucht, andere Menschen kennenzulernen, andere Inspirationen zu bekommen, anderes Denken. Eine Partnerschaft. Ja, eine Partnerschaft. Und dann sagt man sich, wow, wie fühlt es sich wohl an, so mit einem Mann zu leben? Wie fühlt es sich an, mit einem Mann wach zu werden? Wie fühlt es sich an, mit ihm zusammen zu wohnen und praktisch das Leben mit ihm zu teilen? Und dann geht man so raus in Düsseldorf, sieht die glückliche Paare und sagt, ja, aber es ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht alles. So. Man will mehr. Die eineiigen Zwillinge verbringen fast jede Minute miteinander. Tagsüber im Atelier, abends in ihrer kleinen Wohnung. Das soll sich jetzt ändern. Ach, unsere neue Wohnung, da müssen wir noch so viel machen, noch so viele Sachen. Sie wagen einen großen Schritt. In der neuen Wohnung soll jeder ein eigenes Zimmer haben, zum ersten Mal. Ja, ich bin so froh, dass wir endlich umziehen. So froh ist das, so ein Gefühl vom Neu, dass da ein Ich habe das Gefühl, es fängt eine neue Ära an. Nach 11 Jahren lösen Irina und Marina ihre kleine Wohnung in Düsseldorf auf. Mit 25 sind sie hier eingezogen, um an der Kunstakademie zu studieren. Küche, Bad, Wohnzimmer und ein gemeinsames Schlafzimmer. Die beiden tun sich schwer, es anderen zu zeigen. Ja, und hier ist die traurige Wahrheit, die uns so niedergerungen hat. Wie sagt man? Hat in dem Zimmer hier auch mal jemand anders übernachtet? Nein. Nein. Nein, das war zu peinlich. Wir haben unseren Stolz. Ein Ex-Freund ließ sie doch nicht locker und wollte sehen, wie Marina mit ihrer Schwester wohnt. Das gemeinsame Schlafzimmer wollten sie ihm aber nicht zeigen. Also wurde aus dem Wohnzimmer kurzerhand ein zweites Schlafzimmer. Doch so konnte es nicht weitergehen. Es hat in mir was ausgelöst. Ich wollte einfach nicht mehr mit ihm zusammen sein. Ich wollte einfach nicht diesen Menschen um mich haben, der mich in so eine Enge gebracht hat, der mir so einen Druck ausgelöst hat und mich in solche Situationen manövriert hat, dass ich hier rumwuseln musste und hier alles, ich weiß nicht, das ist keine Liebe für mich. Und wenn jemand sagt, ja, dann hast du falsch den Falschen kennengelernt, dann haben wir ja immer doppelt den Falschen kennengelernt. Weil es gibt keinen Mann, der das versteht, der das da hier mit 36 versteht. Doch auch Irina und Marina wollen das nun nicht mehr. Aus der alten Wohnung sind nur ein paar Kisten und Pflanzen geblieben. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Die Schwestern wollen mehr Raum für sich und vor allem zwei getrennte Schlafzimmer. Zuerst wird Irinas Bett geliefert. Ein Doppelbett. Zwei? Das ist die Stärke 2 und das ist die Stärke 3. Das ist so toll. Also, das ist für Frau und das ist für den Mann, der noch kommen wird. Toll. Marina? Oben in Marinas Zimmer wird das gleiche Bett aufgebaut. Gibt's denn gerade schon einen Mann in Aussicht? Nein. Die Männer.
Aber wir sind beim Hofen und beim... Ich habe aber einen Mann bestellt im Universum. Also deswegen auch die zwei Betten. Weil dieses Single-Bett, ich weiß, dass viele Menschen sagen, das ist Humbug, aber ich denke, ein Single-Bett lässt einen auch Single bleiben. Wir hatten Jahrzehnte Single-Bett gehabt und sind Jahrzehnte Single gewesen. Das stimmt doch. Absolut. In Stuttgart waren wir Single, das war dieses Single-Bett. In Düsseldorf, 11 Jahre in Düsseldorf, keine Beziehung, das ist nicht normal. Und ich sage, das ist das Bett. In zwei getrennte Wohnungen wollen sie erst ziehen, wenn beide einen Partner haben. Bis dahin leben sie gemeinsam, wie sie es schon immer getan haben. Beim Aufräumen finden sie alte Fotos ihrer Kindheit in Kasachstan. Hat eure Mutter euch immer gleich angezogen? Ja, das war einfach damals so. Ich weiß nicht, sie fand das lustig. Sie fand das lustig und wir haben viel Aufsehen erregt in unserem kleinen Dorf. Mit 8 Jahren kamen sie nach Deutschland. Beide Eltern waren voll berufstätig. Für Irina und Marina war das nicht schlimm, sie waren einander genug. Es störte sie auch nie, wenn sie verwechselt wurden. Mit 15 begannen sie sich unterschiedlich zu kleiden, wenn auch nicht ganz freiwillig. Die Kinder haben in der Schule so oft Fragen gestellt. Sie haben uns eigentlich schon fast gehänselt, dass wir gleich angezogen waren. Also, wir haben uns nicht mehr wohlgefühlt und konnten das nicht mehr verteidigen. Ich weiß nicht, wie manche andere Zwillinge schaffen, dass so, aber wir konnten das nicht mehr, weil sie gesagt haben, wir sind so, ich sag mal, einfach bekloppt, dass wir uns gleich anziehen und das ist nicht normal, also behindert oder so. Und da haben wir uns wirklich, hatten wir seelische Probleme und dann haben wir, obwohl wir es nicht wollten, wir mussten es, also wir mussten uns anpassen. Das war nicht leicht für die Schwestern. Doch schon früh fanden sie etwas, das sie glücklich machte, die gemeinsame Malerei. Anfangs teilten sie nur Pinsel und Farben. Seit dem Studium dann auch die Leinwand. Dadurch wurde ihre Beziehung noch enger. Jetzt wollen sie versuchen, sich etwas voneinander zu lösen. Der erste Schritt, getrennte Schlafzimmer. Ich glaube, das Aufwachen wird ein bisschen komisch, weil wenn ich immer so wach werde, manchmal steht meine Schwester auf, manchmal ich, dann weiß man, es ist so routiniert und das eingespieltes Team ist. Aber jetzt werde ich wach werden und dann so, oh Schock, das nach, ich bin hier ganz allein. Und dann wird es wahrscheinlich dann andocken, so, du bist nicht allein. Bleiben die Schlafzimmertüren direkt zu oder ist das offen, zu krass? Offen, die bleiben auf jeden Fall offen. Man weiß ja nie. Am nächsten Morgen treffen sich die Zwillinge in der Küche wieder. Marina und Irina sind auffallend schweigsam. Zu den zwei Schlafzimmern gehören auch zwei Badezimmer. Doch die getrennte Nacht endet zunächst gemeinsam vor einem Spiegel. Momentan habe ich mich heute Morgen und in der Nacht ziemlich einsam gefühlt. Und fast schon hatte ich Panikattacken. Ich hatte richtige Panikattacken, ganz ehrlich. Ich habe mich wirklich allein gefühlt. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich konnte dann nicht einschlafen, weil ich musste mich dann einfach vertrösten, dass alles okay ist und dass die Panik unbegründet ist und dass meine Schwester ja oben ist. Ich habe ihr nachts noch durch das Handy noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. So wie, schläfst du noch? Schläfst du schon? Gute Nacht, Bubu. Musste ihr einfach schreiben, weil sie mir dann doch gefällt hat. Und ich habe geantwortet, schlaf gut und träum von den Männern, ich will eine Veränderung. Wie schaffen es andere Zwillinge, einen besser zwei Partner zu finden? Beim Zwillingstreffen in Potsdam, einen Monat später, wollen Irina und Marina das herausfinden. Müssen Zwillinge sich trennen, um Platz für die Liebe zu schaffen? Wir sind neu, also ich schreibe, was ist. Wie ist das mit der Sitzordnung? Hallo. Vielleicht sind unter all den Doppelgängern ja auch interessante Männer. Allein?
Irina Fabrizio. Ah ja, wunderbar. Hi. Irina. Irina? Ja. Marina. Josef Stanislav. Ja, Josef Kolovic. Seid ihr aus Russland? Nein, Slowakei, aber Strasbourg. Strasbourg. Marina, du seht ihr euch immer gleich an. Ja, wir haben auch den gleichen Job. Ja, wir auch. Also, es ist ja kein Job, eine Berufung. Wir malen zusammen. Ja. Und wohnt ihr zusammen? Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir sind nicht allein! Wir sind auch zusammen. Wir haben vor kurzem umgezogen. Wir hatten davor eine Wohnung. Wir hatten dasselbe Schlafzimmer. Ja! Ja! Ja. Das ganze Leben so zusammen ist. Ja, das ist so schwierig, sich zu trennen. Na ja, gut, wir kennen auch andere Paare, die wohnen auch so gemeinsam, weil die haben auch versucht, mal extra getrennt irgendwie zu leben, aber haben dann selber gesehen, man hatte keine Vorteile davon. Also, Es ist nur anstrengend. Man wird nur verurteilt, ne? Man wird nur verurteilt von den anderen, die das nicht verstehen. Aber jetzt habe ich so einen Mut, das ist normal. Am nächsten Tag geht es mit dem Schiff über Spree und Wannsee. Über 40 Zwillingspaare sind versammelt und tauschen sich aus über Freud und Leid des Zwillingsdaseins. Im Gespräch mit Stanislav und Josef geht es um die schwierigste aller Zwillingsfragen. Ist die Liebe zum Bruder stärker als zur Frau? Ja klar. Wenn wir was haben, was dazwischen kommt, dann diskutieren wir das als erstes. Zweitrangig, was dann als anderes passiert. Ob da jetzt Frauen im Weg sind oder ob da andere Freunde, die Bindung ist immer stärker zum Bruder. Würdest du sogar so weit gehen, dass du sagen würdest, ich akzeptiere lieber das Leben in der Einsamkeit mit meinem Bruder, als mich jemals von meinem Bruder trennen zu lassen? Na, was heißt, für eine Frau? Man kann auch das positiv betrachten. Einsamkeit ist das eine, aber das andere ist halt, wir haben halt nach der Arbeit Freiheiten, die die anderen nicht haben, wenn die Familie haben. Wir können machen, was wir wollen. Aber ist da die Sehnsucht da, so nach Familie? Ja, das gibt es schon, das ist normal. Das ist ja auch menschlich eigentlich sowas, aber was soll man halt machen? Wenn ich zum Beispiel schwanger werden würde und meine Schwester nicht, dann kann ich die Schwangerschaft nicht genießen, weil ich würde sagen, ich kann die Freude nicht genießen, weil wir so immer die Freude zusammen genossen haben. Wie haben die anderen Zwillinge diese Zerreißprobe überstanden? Mussten sie sich entscheiden zwischen der Liebe zum Zwilling und der zum Partner? So, Liebschaften oder sowas, oder Freundschaften, so, das ist alles easy, aber wo ich dann gemerkt habe, er hat eine feste Freundin oder sowas, das hat mir ehrlich gesagt, er war ja glücklich oder so, aber ich war da nicht so glücklich. Auch wenn es meinem Bruder nicht so gibt, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit, auch für meine Frau. Weil meine Frau gesagt hat, das war, sie hat mich ihm weggenommen. Das war bestimmt 5-6 Jahre, war es ganz schlimm, dass mein Bruder mit meiner Frau gar nicht ausgekommen. Ein Zwillingspärchen hat dieses Problem elegant gelöst. Rosi und Heidi haben Brüder geheiratet. Auf meiner Hochzeit hat sie meinen Schwager kennengelernt, wollte sie erst gar nicht als Tischchen haben und nachher haben sie sich auf einmal verliebt und dann ist es so gekommen, ne? Die Männer sind Brüder denn auch so eng? Ja. Einer hilft den anderen, wenn einer mal im Krankenhaus ist, so halten sie mal alle zusammen. Ja, die Brüder sind auch die Familie. Wir halten eigentlich alle zusammen. Unsere Nachbarn, auch die uns alle kennen, auch selber in der Stadt und so, die sehen uns nur im Doppelpack. Wäre das die Lösung für Marina und Irina? Zwillingsbrüder haben sie hier in Potsdam ja kennengelernt. Und die verstehen, wie es ihnen geht. Na, wie war der Tag? Super, wunderschön. Was für eine tolle Reise. Es war so schön auf dem Schiff. Seid ihr happy? Absolut. Super happy. Also, ich kann nicht aufhören zu grinsen. Ja, ich glaube, das behalte ich jetzt einfach. Ich nehme es mit ins Atelier. Die Brüder Josef und Stanislav wollen sie sogar in Düsseldorf besuchen kommen. Mit neuer Kraft geht es zurück ins Atelier. In Deutschland sind die beiden Künstlerinnen unter dem Namen Fabricius II sehr erfolgreich. Sie arbeiten hart, um auch international bekannt zu werden. Heute stehen sie unter Zeitdruck, denn zwei Kunstagenten aus Asien kommen ins Atelier. Hallo. Wie war die Reise?
Die Agenten wollen Bilder für eine große Messe in Kuala Lumpur auswählen. Die Schwestern stellen ihnen dafür ihre besten Werke vor. Also das wird so ein Wow-Effekt sein, weil diese Tiefe und diesen Nebel, der sich so hier aus, ganz weich, es wird so weich und so neblig. Die Geschäftsleute interessiert in erster Linie, welche der Bilder sich verkaufen lassen. Sie setzen darauf, dass die malenden Zwillinge etwas Besonderes sind. In der Konstellation, wie die beiden sind, als Zwillinge und ihre Art und auch die Bilder, die machen, sind einfach unique. Und wir sind uns auch ziemlich sicher, dass die beiden als Künstler in den nächsten 3, 4, 5 Jahren im Wert sich mehr als verdoppeln. Und dann macht es natürlich Spaß, ein Teil davon zu sein. Und ich sehe sie auch sehr, sehr gut in Konferenzräumen, gewerblichen Räumen, also so Meetingsräumen, unheimlich auch bei Unternehmen hinter der Rezeption. Dass die Schwestern ausschließlich zusammenmalen, ist auch ein Risiko. Wenn eine von euch beiden ausfallen sollte, ich sag einfach nur mal 2 gebrochene Hände. Okay. Wer ist das Ende von Fabrizius? Das ist das Aus für diese Malerei, absolut. Keine von uns kann diese Malerei alleine fortsetzen, keine. Ist es eure Existenz? Ja. Was passiert denn dann? Ja, dann existieren wir nicht mehr. Ihre wortlose Verständigung als Künstlerinnen im Doppelpack. Bleibt die bestehen, wenn sie sich nach Feierabend voneinander lösen wollen? So ein schönes Wetter heute. Ja, das, was man malt, sieht man immer jetzt. Ja. Seit sie hier eingezogen sind, ist ein Jahr vergangen. Könntet ihr euch heute noch vorstellen, in einem Zimmer zu schlafen? Nein. Das war sogar gleichzeitig. Ich habe mich schon so daran gewöhnt, das ist für mich unvorstellbar jetzt. Also, weil man ist immer so nah zusammen gewesen, man war immer nur wir. Und so jetzt entdeckt man sich praktisch so geistig noch mal neu. Ich führe dann immer so mit mir selbst Gespräche. Ich sage mir dann immer so, ja, wie würde es sich denn jetzt anfühlen, wenn jetzt ein anderer Mensch da wäre? Also ich kann mir jetzt mehr vorstellen, dass in meinem Leben ein anderer Mensch ist als meine Schwester. Wichtig war dafür auch das Zwillingstreffen. Hier gab es endlich Gleichgesinnte, die genauso fühlen wie sie. Und Männer, die ihre enge Verbindung nicht bestaunen, sondern verstehen. Ihr habt ja bei dem Zwillingstreffen auch die Jungs Stanislav und Josef kennengelernt. Was hat sich denn daraus ergeben? Also, ja, sie sind, ja, wir haben sie auch einmal nach Düsseldorf eingeladen und sie waren auch hier und das hat ihnen auch so gefallen. Aber wir haben verstanden, dass wir zu unterschiedlich sind. Also ich glaube, wir gehen alle getrennte Wege oder so. Also, als wir da hingefahren sind, haben wir schon uns irgendwie gedacht, das wäre ja eigentlich schon witzig, eigentlich, so, wenn ein Zwillingspärchen findet. Aber es ist ja auch eine riesige Verantwortung, weil wenn dann, sagen wir mal, der Bruder mit der Schwester nicht so klarkommen würde, dann würde ja auch die andere Beziehung darunter leiden. Auch die Entfernung zwischen Berlin und Düsseldorf war zu groß. Aber unter all den Familienfotos in der Wohnung fällt ein neues Bild auf dem Irina nicht mit ihrer Zwillingsschwester zu sehen ist. Die Liebe zur Kunst treibt Irina und Marina täglich gemeinsam vor die Leinwand. Die Messe in Asien war ein wichtiger Schritt. Das nächste Ziel sind die USA. Wie viel Zeit bleibt da noch für die Liebe? Ja, jetzt ist Feierabend. Den verbringen die Schwestern heute nicht mehr ausschließlich zusammen. Denn Irina hat online jemanden kennengelernt. Ja, es war ganz plötzlich. Also wir haben uns schon etwas geschrieben und am 27. Januar getroffen. Und es hat gefunkt. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Ich glaube, von seiner Seite auch. Ja, ich bin glücklich. Ja, Marina, verstehst du dich gut mit ihm? Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich habe ihn auch nicht kennengelernt. Also meine Schwester hat mir Fotos gezeigt von ihm und sie erzählt auch viel von ihm. Aber persönlich habe ich ihn nicht getroffen, nein. Warum nicht? Ja, das ist so eine lange Geschichte, hat sehr viel mit der Vergangenheit zu tun. Ich habe immer schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn ich Männer meiner Schwester vorgestellt habe, während sie Single ist. Aber ich weiß, dass man es nicht da noch weiter strecken kann. Also er ist schon neugierig auf meine Schwester und auch auf das Atelier und all das.
Kannst du mal ein Foto von ihm zeigen? Ja, kann ich machen. Zeig mal. Ja, das ist ein bisschen jetzt. Das ist Markus. Ich würde mal sagen, ich hätte ihn auch angeschrieben. Aber ich habe ihn zuerst entdeckt. Würdest du denn mit Markus auch in Urlaub fahren, mehrere Tage? Ja, also ich habe meiner Schwester gesagt, sie soll in Urlaub fahren und ich bleibe alleine zu Hause. Meine Schwester wollte es selber nicht machen, weil sie zu... Also eine Woche kann ich nicht, aber vielleicht ein verlängertes Wochenende könnte ich. Solange die Schwester Single ist, will Irina sie nicht länger als ein paar Stunden allein lassen. Mit Markus trifft sie sich nur am Feierabend. Ja. Was soll ich denn jetzt anziehen? Jedes Date beginnt zunächst zu zweit, vor dem gemeinsamen Kleiderschrank. So, ich dachte vielleicht mal an etwas Bunteres. Diese ist doch schön. Marina, stehst du dann jetzt auch unter einem gewissen Druck, jemanden zu finden? Ja, ich habe einen enormen Druck. Weil ich so ein bisschen unterbewusst weiß, dass die Qualität der Beziehung durch mich, also für meine Schwester, leidet. Ich weiß das. Und sie will das auch jetzt nicht so, sie trägt das jetzt auch nicht so nach außen, ihre Freude oder so, oder das, was sie erlebt, weil sie denkt, sie hat ein schlechtes Gewissen mir gegenüber. Deswegen will sie sich auch nicht so freuen. Hast du denn gerade mit jemandem Kontakt? Ich habe jetzt, ich bin da sehr aktiv, weil auch aus meinen eigenen Interessen würde ich schon gerne mein Leben verändern. Und ich muss sagen, es gibt jemanden, mit dem ich jetzt schreibe, der schreibt nett. Ob er nett ist, weiß ich nicht. Wenn Marina auch einen Freund hätte, wäre das für beide Schwestern eine große Erleichterung. Marina, könntest du in der Zeit, wo deine Schwester dann unterwegs ist, auch alleine malen? Nein, könnte ich nicht. Die Bilder sind zu aufwendig und zu groß, um sie alleine zu bewerkstelligen. Und andere Bilder? Sag ich mal so, habe ich keine Lust dafür auf andere Bilder. Wenn ich, sagen wir mal, was malen wollen würde, dann müsste es ein kleines Bild sein und ich weiß nicht, ich habe dann auch keine Freude mehr, da alleine zu malen. Ich will auch nur unsere Bilder malen. Ich will keine meine Bilder malen. Eine berufliche Trennung ist also unmöglich. Privat soll sie aber funktionieren. Irina wünscht sich mit Markus eine gemeinsame Zukunft. Heute, nach 4 Monaten, sollen sich Freund und Schwester endlich kennenlernen. In wenigen Minuten kommt er ins Atelier. Was hast du ihm so erzählt von mir? Dass du das netteste Wesen auf der ganzen Welt bist. Ja, klar. Wetten, du hast wieder ihm den Spruch gesagt. Ich bin deine Familie. Ich hab gesagt, du bist die bessere Hälfte. Echt jetzt? Boah, ich bin so nervös. Diese Situation zwischen dir und mir und dieses Zwilling-Dasein. Dass er dann so sagt, ja komm, ich sitz mal in die Mitte oder solche blöde Sprüche wie... Oder ja noch ein besserer Spruch. Jetzt habe ich 2 Frauen. No. Boah, ich bin gespannt. Also ich werde jetzt nicht das so streng sehen oder so. Aber ich werde jetzt dir nicht irgendwie, du musst selber entscheiden. Ja, es gibt da gar nichts zu entscheiden. Ich habe mich schon für ihn entschieden. Es ist einfach, ich fürchte mich von der Enttäuschung. Ach, am besten sollte man gar nicht darüber nachdenken, man zerredet es. Ich glaube, das Gefühl, ich steigere mich innen drin so richtig schon rein. Die Zwillingsfragen, davor hast du Angst, ne? Ja, die typischen Zwillingsfragen. Sagst du ihr alles, 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 alles? Wenn du dich entscheiden würdest, zu wem würdest du dich entscheiden? Für deine Schwester oder für mich? Für die Liebe oder für die Liebe der Schwester? Also ich finde manchmal, dass man sich schon irgendwie ein bisschen abartig fühlt. So. Genau in solchen Situationen fühle ich mich jetzt nicht wohl als Zwilling. Man ist zwar dann was Besonderes, aber in diesem Moment ist man dann nichts Besonderes. Hallo! Hallo! Hi.
ich zeige dir unser Atelier. Guck mal, das ist ein Atelierhaus, ja? Sehr gespannt. Ja. Jetzt lass du meine Schwester kennen. Ah, Marina. Hallo, hallo, Markus. Gar kein Unterschied. Hallo. Grüß dich. Na, wie geht's dir? Gut, schön, dich kennenzulernen. Ich bin ja wirklich live, normalerweise immer nur auf dem Foto. Auf den Fotos, genau. Ja, das ist meine Schwester, mein Leben, meine Liebe. Ihre Familie, sagen wir mal so. Ihre schön, dich kennenzulernen. Du kannst dich gerne zu meiner Schwester setzen. Ja, bitte. Hier, für dich. Marina, du auch einen Kaffee? Gerne. Also, Markus, wie findest du so mit Zwillingen so, dass die Stimmen so gleich sind? Das ist doch... Ist ungewohnt, ja. Ist als wenn ich mit Irina jetzt sprechen würde. Ja, ich rede. Aber da bin ich ja. Oh. Wobei, man sieht schon einen leichten Unterschied. Ja, das behältst du aber für dich, nicht wahr? Okay. Ja, ich kann dir verraten, Markus. Ich mach's dir ganz einfach. Ich hab hier ein Muttermal. Siehst du das? Muttermal Marina. Marina hat ein Muttermal. Ah. Also, falls du irgendwie im Eifer des Gefechts dich die Tür aufmache, dass du gleich hier hinschaust, ne? Nicht, dass irgendwelche Unfälle passieren oder so mit der Begrüßung. Es wird schon funktionieren. Wirklich? Oh, ist das nicht süß? Irina ist erleichtert. Der Freund und die Schwester scheinen sich gut zu verstehen. Das hat mich super gefreut, dich kennengelernt. Mich so. Auch. Das verliebte Paar braucht auch Zeit für sich und lässt Marina zurück, um den Abend zu zweit zu verbringen. Da kümmere ich mich jetzt ein bisschen um die Arbeit. Also er ist mir sofort sympathisch. Ich habe ihn da hinten gesehen an der Tür und er war mir sofort sympathisch. Irgendwie dachte ich mir, als würde ich ihn schon kennen irgendwie. Wie war es denn gerade für dich, sie jetzt auch so verliebt zu sehen? Ja, das war schon merkwürdig. Meine Schwester hatte, ich habe bei meiner Schwester schon gesehen, dass sie da so schon so hier, also ich will jetzt nicht sagen Herzen im Augen, aber man merkt schon, dass sie da was haben, ne? Also ich freue mich einfach so, dass das jetzt ihr passiert ist. Also, dass es, sie ist ja auch ein Teil von mir. Also, es ist ja irgendwie so auch mir passiert. Also, es ist irgendwie so gemeinsam. Irina und Markus wollen demnächst zum ersten Mal für ein paar Tage verreisen. Wie wäre es denn für dich, wenn sie jetzt zum Beispiel 3 Wochen unterwegs wären? Unvorstellbar. Kann es nicht auch für Marina den Mann fürs Leben geben? Dass sie beide einen Partner finden würden, daran hatte sie schon fast nicht mehr geglaubt. Die Verliebtheit der Schwester gibt ihr den Mut, wieder zu suchen. Hallo! Hi! Na? Na, wie war's? Ja, super, wie immer. Was habt ihr gemacht? Wir haben was getrunken, sind spazieren gegangen. Soll ich dir mal einen Süßen zeigen? Ja, hast du da jemanden? Zoom es mal ran, ne? So liebe Augen. Und sich das 3-Tage-Bärtchen. Weißt du, dass der Markus mir voll die Hoffnung gibt, dass es noch normale Männer gibt? Ja, endlich mal, ne? Findest du auch, dass er so nett aussieht wie Markus, ne? Ja, wirklich. Jetzt werden wir immer sagen, wie Markus. Aber das will ich nicht. Jeder ist individuell. Aber der sieht sympathisch aus. Also, er hat liebe Augen.